Premium-Doppelbodenfahrzeug auf normale Reisemobilabmaßungen. Das ist eigentlich so der Inbegriff vom Leica EcoVip und wir stehen heute auch hinter einem. Es ist nämlich der letzte Tag hier auf der CMT in Stuttgart und wir präsentieren euch heute den Leica EcoVip 4109DS. DS steht eigentlich für Face-to-Face-Sitzgruppe. Dazu kommen wir natürlich dann, wenn wir ins Fahrzeug reingehen. Jetzt euch erstmal viel Spaß mit den Highlights und dann sehen wir uns gleich wieder vorm Auto. Ich hoffe, euch haben die Highlights gefallen. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Tour um das Auto herum. Wir haben leider keinen Zugang zu der anderen Seite. Auf der linken Seite gibt es nämlich auch noch ein paar interessante Klappen. Aber ich hoffe, wir können euch das trotzdem alles so gut wie es geht zeigen. Auf jeden Fall hier schon mal die Front, eine typische integrierten Front. Bei Leica ist sie jetzt sehr, ich würde schon sagen, sehr breit. Dadurch, dass die Lichter relativ weit außen sind und auch weit auseinander. Hier mit so einer mit einem schwarzen Kühlergrill mit silbernen Akzenten und dann hier nochmal das Leica-Logo oben drauf. Wer unsere Videos verfolgt, der hat bestimmt schon mitbekommen, dass auch das Außendesign vom EcoVip sich gänzlich geändert hat. Also wenn wir jetzt mal von der Seite gucken, ist es nicht mehr in diesem Beige-Ton, den Leica mal so drin hatte oder dieses Braun, sondern es ist alles schwarz-weiß gehalten und es sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Vor allem die Maxi-Chassis-Alufelgen sind, glaube ich, nochmal ein Design-Highlight, was ich beim EcoVip auf jeden Fall mit dazu bestellen würde. Dann haben wir auch noch unsere Rahmenfenster hier drin. Also es sieht alles sehr schick aus. Und was zum Beispiel auch Leica ganz gut macht, die Kühlschrank-Auslässe von Dometic und hier oben diese schwarze Leuchte ist auch in schwarz gehalten. Also kein Stilbruch hier an der Seite. Vielleicht noch die silbernen Ränder hier an den Fenstern, aber ansonsten eigentlich ein ganz stimmiges und schlichtes Design, was das Auto dann auch wieder ein bisschen schicker macht. Komplett vergessen. Wir haben nämlich hier vorne schon die erste Klappe. Ich habe die euch schon mal erklärt. Ich finde die eigentlich ganz witzig. Auch hier diese Befestigung, dass es nicht rausgeht. Jetzt denkt sich jeder mal mit Sicherheit, ja, was will ich denn mit so einer kleinen Klappe? Zunächst mal, Niklas, du kannst mal gucken, ob du da durchfilmst. Auf der anderen Seite ist die deutlich größer. Da habt ihr auch viel mehr Platz. Aber besser, wir haben diese Klappe, als sie nicht zu haben, denn es ist eine durchgängige Klappe, auf der anderen Seite kommt ihr raus. Das heißt, ihr könnt hier Skier, Angelrouten, alles Mögliche eigentlich verstauen. Ist trotzdem eine gute Sache. Irgendwie hat man mal eine lange Stange und weiß nicht wohin. Und da ist das ganze Zeug eigentlich ganz gut verstaut. Auch wenn sie sehr klein ist, ist sie trotzdem meines Erachtens sehr sinnvoll. Auf der anderen Seite haben wir dann noch unsere Garagenklappe. Wie gesagt, auf der linken Seite ist diese Klappe ein bisschen größer, aber nicht die Garagenklappe, sondern diese kleine Klappe. Schöne große Garagenöffnung. Man sieht auch, auf der anderen Seite ist diese Garagenöffnung eben nicht so groß. Da haben wir eine kleinere Tür und hier eben die schöne große Tür. Wir haben noch hier den Knopf zum Abwasser entlassen. Also hier kann ich den Tank öffnen und den Tank schließen. Kleinere Klappen sind hier auch noch vorhanden. Zum Beispiel hier ist die Druckwasserpumpe verbaut. Gehe ich mal rein. Haben wir auch noch mal so ein kleines Fächlein. Da kann ich auf jeden Fall auch gut durchlangen, wie man sehen kann. Hinten habe ich auch noch mal Stauraum und auf der linken Seite auch. Und hier kann ich, so wie auf der anderen Seite, das Licht hier ein- und ausmachen. Und wie ihr schon seht, Verzurösen habe ich hier an beiden Seiten. Und was ihr jetzt hier auch sehen könnt, ja, das Verpackte hier, das sind die Sitzplätze oder die Lehnen für die Sitzplätze, die ihr dann noch über die Face-to-Face-Sitzgruppe dann im Nachgang montieren könnt. Gut, das ist hier der Gottesdienst. Dann kommen wir auf das Heck zu sprechen. Das ist auch sehr automotiv gehalten. Das hat Leica auch verändert dieses Jahr. Ich habe es schon mal in dem Video gezeigt. Das sind dynamische Blinker, die nach außen weggehen. Sieht auch auf jeden Fall auch sehr edel aus. Also gefällt mir auch sehr gut. In einem Guss fast schon. Ne? Also auch die Heckleuchtenträger links und rechts. Einfach ein stimmiges und
automotives Design, würde ich schon sagen. Also es sieht schon wirklich gut aus, muss ich sagen. Ne? Und jetzt auch hier haben wir noch die andere Klappe. Ich will sie jetzt auch nicht zu weit aufmachen, weil hier ein bisschen was im Weg steht. Aber auf jeden Fall könnt ihr hier dann auch nochmal von der Seite drauf zugreifen. Wir haben auch zwei Vorteile. Ja, auch die Abrisskanten hier in dem Fahrzeug sind relativ gut gehalten. Einmal haben wir hier eine Rundung und wer im Wohnmobilgeschäft auch ein bisschen tätig ist, der weiß, dass vor allem sowas eigentlich ganz wertvoll ist. Denn wenn jetzt beispielsweise hier eine direkte Kante wäre, du fährst irgendwo mit deinem Wohnmobil dagegen und schon ist diese Kante aufgesplittet, wird undicht und alles weitere. Liebe Gäste der CMT, die Glocken haben soll der Gottesdienst. Gut. Na, ist das auch geklärt. Das Phänomen finden wir auch oben. Ja, ihr seht auch, die Abrisskante ist nicht ganz oben, sondern erst abgerundet und dann kommt sie runter. Das Phänomen kennen wir von Hümer auch. Es spricht auch eher für ein Premiumfahrzeug. Der Vorteil ist nämlich genau dabei, dass wenn ihr mal irgendwo hängen bleibt, genauso wie hier hinten, dass sich diese Kante nicht gleich aufsplittet und keine Undichtigkeit entsteht. Also es sind so Kleinigkeiten, die das Fahrzeug dann eigentlich ganz gut kann. So, und wenn wir das Ganze jetzt mal durchgekaut haben, kommen wir auch mal auf die technischen Daten zu sprechen. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier Touch ist. Nein, das ist einfach nur ein Display. Ganz klassisch hier in gedruckter Form. Ist auch mal nicht schlecht. Auf jeden Fall, wie wir es schon angesprochen hatten, Fiat Ducato Fahrgestell. Wir haben hier jetzt die neueste Motorennorm. Das Fahrzeug wird serienmäßig als 3,5-Tonner ausgestattet. Ich sage euch aber ganz ehrlich, ihr seid mit dem Serienzustand schon bei einer Masse. Fahrbereiten Zustand von ca. 3150 Kilo. Das heißt, da lohnt sich wahrscheinlich der Fiat eher weniger. Ich würde schon sehr raten oder sehr euch empfehlen, auf das Fahrzeug als Heavy Duty zu gehen, also als 4,4 Tonnen. Ihr könnt auch auf 3650 auflasten, aber wenn ihr da wirklich schon ein paar hundert Kilo noch an Sonderausstattung drin habt, dann macht es eigentlich weniger Sinn. Ich würde wirklich sagen, bei dem 4109er geht da bitte auf die 4,4 Tonnen, da seid ihr auf der sicheren Seite. Ich habe das Fahrzeug auch mal durchkonfiguriert. Wenn wir da richtig gut ausstatten, landen wir mindestens bei 3500 Kilo Masse im fahrbereiten Zustand. Und dem könnt ihr natürlich aus dem Weg gehen. Indem ihr die 4,4 Tonnen habt, habt ihr fast noch 800, 700 Kilo mindestens zur Verfügung. Natürlich alles vorbehaltlich, wie das Fahrzeug dann wirklich wiegt. Aber das ist schon mal so von uns so eine Hausmarke, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Das Fahrzeug ist 7,40 Meter lang, hat eine Breite von 2,25 Meter. Das ist sogar schmaler als die normalen Reisemobilmaße. Das merken wir im Innenraum aber kaum. Und er hat eine Höhe, die normal ist, von 2,96 Meter. Im Serienzustand, das heißt, wenn die Markise Sattanlage draufkommt, könnt ihr wahrscheinlich noch mal mit 5 cm plus rechnen. Was wir hier noch haben, ist jetzt zum Beispiel das Heckbett. Da haben wir eine Länge von 2,02 m bzw. 2,06 m mal 82 cm und in der Mitte dann auch noch mal eine breite Liegefläche. Das heißt eigentlich fast 2 auf 2 Meter, sogar länger als 2 Meter. Das finde ich eigentlich ganz gut. Gerade für große Menschen ist das immer sehr hilfreich. Die Stehhöhe schauen wir uns dann drin noch an. Wir haben noch ein Hubbett vorne, das hat 1,90 m mal 1,45 m, also für kleinere Menschen auch ganz gut geeignet. Heißt also, Fahrzeug ist mit 4 Schlafplätzen ausgestattet. Man könnte jetzt aus der Sitzgruppe auch noch mal einen Schlafplatz machen. Da könnten vielleicht auch noch mal 2 Kinder oder ein Erwachsener drauf schlafen. Also das ist eigentlich auch gegeben. Vom Preis her sind wir im Basispreis bei 107.386 Euro. Das Auto, wie es hier steht, ist mit Ausstattung bei 120.816 Euro gelandet. Ich sage es euch aber ganz ehrlich, wenn ihr das Auto voll ausstattet, dann habt ihr an ca. 150.000 Euro. Also da könnt ihr schon ganz gut spielen und auch große Unterschiede in der Ausstattung sind da auch vorhanden. Der Vorteil ist, wir haben hier draußen, das will ich euch auch noch mal mitteilen, eine XPS-Isolierung. Das heißt auch ein Doppelboden, das habe ich im Intro schon erwähnt, winterfest. Die Tanks sind in dem Doppelboden beheizt und isoliert dementsprechend auch. Das heißt also, Winterfestigkeit ist hier auf jeden Fall gegeben. Eine Warmwasserheizung könnt ihr als Sonderausstattung dazu buchen. Ihr könnt die Dieselheizung als Sonderausstattung dazu buchen. Da habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel Spielraum. Wenn ihr die Dieselheizung drin habt, dann wird der Gaskasten natürlich dann auch dementsprechend kleiner. Also von der Seite her ist sehr, sehr viel gegeben. Wenn ihr natürlich dann auch Ausstattungen drin habt, wie das Chassispaket. In dem Chassispaket sind dann so ein paar Gimmicks drin, dass das InDesign in Techno-Trim ist. Lederlenkrad sind eigentlich auch ganz hilfreiche Sachen. Wer schon mal etwas länger mit so einem normalen Ducato-Lenkrad rangiert hat, der wird sich über das Lederlenkrad eigentlich sehr freuen, weil das einfach ein bisschen angenehmer für die Hände ist. Multimedia-Paket ist drin. Wie gesagt, hier ist auch die
Auflastung auf 4,4 Tonnen und dann auch meine Empfehlung, geht bitte bei dem Fahrzeug auf die 180 PS. Ich meine, dass 140 PS hier Serie sind, aber wie gesagt, bei der Größenkategorie würde ich auf jeden Fall dazu tendieren, die 180 PS zu wählen. Alufelgen sind hier mit drin, Markise ist noch mit da drin, ihr könnt noch eine Dachklimaabwehr nachrüsten, ihr könnt noch eine Vorbereitung für eine zweite Aufbaubatterie reintun, also ihr habt da wirklich eine sehr, sehr breite Vielfalt. Und wenn wir über das Thema Vielfalt sprechen, da kommen wir auch zu dem Thema Innenraumdesign, zu den Wohnwelten. Bevor wir uns das jetzt drinnen mal anschauen, was hier verbaut ist, will ich euch das mal kurz an dem Leica Terminal zeigen, was da alles möglich ist. Mit dem neuen Konfigurator könnt ihr euch nämlich auch eure Wohnwelten oder beziehungsweise euer Fahrzeug so individuell konfigurieren und auch gleich gucken, wie das zusammenwirkt. Dann sehen wir uns gleich wieder drüben. Das sind jetzt hier diese verschiedenen Möglichkeiten, die ich hier wählen kann. Ja, einmal die Wohnwelten hier für EcoVip und Creos. Das heißt, ich habe hier schwarzen Stoff, ich habe hier ein braun-graues Leder, in beigen Leder. Ich glaube, da gibt es auch eine Kunstledervariante, auch hier in Stoff. Und dann kann ich hier meine Rückenpolster nochmal individuell wählen. Und das kann ich auch alles dann nachschauen, wie es dann am Fahrzeug auch wirkt. Die Böden sind hier auch zum Wählen, Standard hell, optional in dunkel. Und das Möbeldekor Rovere Mocca oder Perro Toscano. Also seht hier von der Palette her, ist hier wirklich sehr, sehr viel geboten. Und das gucken wir uns dann gleich auch mal an diesem Terminal an. Das ist im Konfigurator nämlich echt top. Ja, wenn wir gerade mal hier reingehen. So, Deutschland, das könnt ihr alles vom PC aus auch machen. Ich will es euch jetzt einfach nur kurz zeigen. Ich wähle jetzt meinen EcoVip integrierten aus, in dem Fall den 4109. DS, drücke auf Konfigurieren. Natürlich habe ich hier jetzt noch die Pakete, die ich wählen kann, aber vor allem Farben und Wohnwelten. Und genauso ist dann auch diese Ansicht. Ihr könnt dann zum Beispiel sagen, ich hätte das Ganze gerne, und du kannst mal drauf filmen, dass man das sieht, in Perro Toscano. Dann ändert sich das hier alles in Perro Toscano. Kann hier meine Polster noch mit reinmachen. Na, ihr seht es auch, die ändern sich hier. Und das ist eben das Tolle, auch die Rückenpolster kann ich wählen. Kann ich dann verschiedene Designs im Fahrzeug auswählen. Also eine sehr hohe Individualisierungsmöglichkeit. Wir gucken mal, dass wir euch vielleicht noch ein Screenplay dann mit rein zeigen. Das ist dann die Aufgabe an den Josh. Und an der Stelle, denke ich, schauen wir uns das Ganze mal im Fahrzeug an. Jetzt sind wir im Leica angekommen. Lasst einfach mal auf euch wirken. Wir werden euch auch noch mal eine schöne Rundfahrt dann von der anderen Seite zeigen. Aber jetzt stehe ich gerade mal hier in der Sitzgruppe. Face-to-Face, und was ich bei der Face-to-Face immer toll finde, ihr seht's, sehr, sehr tolles Raumgefühl. Manko ist natürlich, die Küche ist dementsprechend kleiner. Das können wir auch hier sehen, ja, also so viel Platz habt ihr dann dadurch nicht mehr. Aber Face-to-Face überzeugt meines Erachtens immer durch dieses, wie gesagt, Raumgefühl, dieses Gegenübersitzen, also eine sehr, sehr entspannte Situation auch, um hier am Esstisch zu sitzen. Ihr könnt auch sehen, was wir hier verbaut haben. Das ist jetzt hier dieses Movere Mocca, also die Serienausstattung. Ein heller Boden ist drinne und von den Polstern her Rückenpolster und die normalen Sitzpolster sind in der gleichen Farbe. In dem Fall müsste das das Leder sein oder das Kunstleder. Und so sind dann auch dementsprechend die Sitze von Leica dann auch konzipiert. Und ich muss sagen, es gibt viele integrierten Sitze, aber die von Leica gefallen mir eigentlich immer ganz gut. Das sage ich auch nicht nur so, denn die sind für mich zumindest ganz gut geschnitten. Ich habe hier eine schöne Stütze an den Lenden, links und rechts kann ich nicht so ausbrechen. Ich habe hier eigentlich eine ganz gute Sitzposition, also mir gefällt es ganz gut. Also von daher ist es auch wirklich bequem. Vorne haben wir jetzt das Zenec verbaut, das ist bei dem Leica Multimedia Paket mit dabei. Ihr könnt aber auch das U-Connect von Fiat mit reinmachen, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich bin eigentlich auch ein Fan von diesem U-Connect, aber das Zenec ist halt die preisgünstigere Variante. Und wie gesagt, wer unsere Videos verfolgt, der weiß ja auch, dass bei Detlefs beispielsweise auch dieses Zenec verbaut wird. Ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Anbieter, wie zum Beispiel wenn Fiat das selber reinbaut. Das kann man nicht vergleichen, ist halt einfach nicht so gut und nicht so schnell. Aber es ist trotzdem eigentlich ein ganz respektables Navi, auch vor allem als Camper-Navi auszurüsten. Zum Fiat will ich jetzt eigentlich auch nicht mehr viel sagen. Das ist der Fiat 8, den haben wir euch schon vorgestellt. Automatikgetriebe, ja, integrierten Front. Wir haben auf der linken Seite auch eine Eingangstür, eine schöne Rundumsicht. Hier vorne habe ich dann meine,
meine Jalousie, die ich nach unten ziehen kann. An der Seite habe ich jetzt es ist tatsächlich unterschiedlich. Also hier an der Seite beispielsweise dann auch noch mein Plissé, was ich nach hinten durchziehe. Und dann habe ich hier noch mein Fenster, was ich in alle Richtungen verschieben kann. Beleuchtung ist hier auch noch vorhanden. Funktionsbeleuchtung, viel indirekte Beleuchtung. Und ich zeige euch jetzt auch mal das Hubbett. Dazu muss ich natürlich hier die Sitze nach unten klappen. So, einfach den Hebel hier ziehen und nach unten. Ist natürlich jetzt ein bisschen sperriger, ja, da muss das Rückenpolster dann noch weg. Auf der anderen Seite haben wir es auch. So, und dann hier links und rechts unsere Vorhänge. Eine Matratze, die ist jetzt offen gestanden etwas dünner, also das ist dann vielleicht auch ein Kritikpunkt. Aber 1,95 Meter mal, ich glaube 1,40 Meter war es. Ne, 1,90 Meter mal 1,40 Meter. Ich würde jetzt mal sagen, für mich ist es nicht unbedingt das geeignetste Bett, aber eine Nacht würde ich hier auf jeden Fall auch aushalten. Es ist offen gestanden sehr bequem. Natürlich, vorne und hinten habe ich jetzt nicht so viel Platz, aber für Kinder, denke ich mal, ist das mehr als ausreichend. Lattenrost ist auf jeden Fall auch dabei, Rausfallschutz, also alles, was das Herz begehrt. Und sogar ein Vorhang, der sich mit dem Reißverschluss zumachen lässt. Also eigentlich auch ganz gut blickdicht. Hinten haben wir dann noch unsere Leseleuchten, USB-Steckdosen. Also auch alles dabei, was ihr im Bett dann praktisch so braucht. Was wir hier auch hinten haben, guck mal, das habe ich jetzt gar nicht entdeckt fast. Da ist dann auch noch mal ein Ablagefach, wo ich dann auch mein Handy reintun kann. Oder Buch oder ähnliches, was man halt im Schlafzimmer so benötigt. Gut, Klappen haben wir auf der Seite auch einige. Sehr schön, groß und tief. Da steht auch witzigerweise Push drauf, obwohl man hier pullen muss, also nicht pushen. Hat mich 5 Sekunden gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Auf jeden Fall viel Platz. Wir haben auch auf der Seite noch Bodenklappen. Will ich euch auch noch zeigen. Da kommen wir jetzt praktisch auf nochmal ein separates Fach. Da können wir eigentlich ganz gut Getränke lagern im Doppelboden drinne. Da seht ihr auch mal, wie dick der Boden hier ist. Ja? XPS-Isolierung habe ich ja schon angesprochen. Also auf jeden Fall auch einiges geboten. Und hier das Gleiche. Auch nochmal ein extra Fach. Ich glaube, das ist das Fach, wozu man von der Klappe her drauf kommt. Ja, da könnt ihr von der Klappe draußen zugreifen. Und dann haben wir hier nochmal eins. Alle guten Dinge sind 3. Das wäre jetzt praktisch das optimale Fach, um hier nochmal eine Zusatzbatterie reinzumachen. Ihr seht schon, die Vorbereitung ist da. Das ist auf jeden Fall gegeben. Ne? Wenn ich das hier jetzt hochklappe, dann kann ich hier noch meinen Stecksitz montieren, den ich euch gezeigt habe. Da ist dann auch ein Sitzpolster mit dran. Und dann könnt ihr hier auch für 4 Personen Sitzplätze dann auch bieten. Und dann sind wir auch hier schon an der Küche angekommen. Wir haben jetzt hier von Tedford eigentlich ein ziemlich gutes Kocherfeld. 2 oder 3 Flammkocher, ja, ich kann auch auf der Seite oder der auch mal eine größere Pfanne oder sowas draufstellen. Aber natürlich 3 Flammkocher, wie man es kennt, also ich denke, da ist jetzt nichts Besonderes dran mit Piezo-Zündung dabei. Das Spülfach, das ist eigentlich ganz toll, wir haben auch hier ein Schneidebrett drauf, ein etwas kleineres, aber das ist hier wirkliches Edelstahl, also wenn man das auch mal anfasst, vielleicht hört man es auch ein bisschen. Ja, also das ist hochwertiges Edelstahl, so wie man das von zu Hause auch kennt. Und das macht Leica eigentlich auch ganz toll, weil das ist nicht selbstverständlich. Oftmals hat man so einen Kunststoff, der halt einfach nicht so schön haptisch ist, wo man auch das Gefühl hat, da irgendwas zu brechen oder so, wenn man da drin ist. Aber hier Edelstahl natürlich was ganz Feines. Unsere Schubladen gucken wir uns auch nochmal in Ruhe an. Auf jeden Fall jede Menge Platz. Auf der linken Seite
können wir uns kurz noch über die Tür unterhalten. Da ist jetzt dann auch unser Bordpanel, wo wir alle Füllstände prüfen können, wo wir Licht aus- und einschalten können, Außenlicht anmachen können, die Wasserpumpe lässt sich hier steuern. Wir haben dann auch noch unsere Truma CP Plus, über das wir die Heizung steuern können. Klar, wenn wir jetzt hier eine Warmwasserheizung verbaut haben, dann haben wir hier das alte Panel, in dem Fall von Truma. Oben ist noch USB-Stecker und ein TV-Anschluss. Der TV wäre dann höchstwahrscheinlich auch hier drinne. Eine Halterung zum Rausfahren. Ihr seht aber auch, wenn ihr den nicht habt, wie viel Platz in diesem Fach einfach noch zur Verfügung ist für alles Mögliche. Auch hier diese Wand aus Leder ist die jetzt in dem Fall. Mit einem kleinen Spiegel noch dran, da kann man sich kurz vorm Rausgehen noch mal kurz checken. Und immer wieder toll, der Dometic-Kühlschrank. Ich kenne seinen Namen noch nicht, aber ich weiß, dass er toll ist, dass er auch gut funktioniert und auch gut angenommen wird. Von beiden Seiten zum Öffnen und dementsprechend auch viel Platz, wo man seine Lebensmittel auch verstauen kann. Der EcoVip 4109 zeichnet sich auch dadurch aus, dass er Bad und Dusche getrennt hat. Was ich jetzt aber noch ganz vergessen habe zu erwähnen, die Stehhöhe. Ja, ich stelle mich jetzt mal aufrecht hin. Ich bin 1,88 groß, mit Schuhen wahrscheinlich 1,90. Habe hier jetzt, glaube ich, noch gute 10, 15 cm Platz. Das heißt, Stehhöhe ist hier eigentlich echt gut geboten. Und dann kommen wir auch zur Dusche, denn die Dusche ist noch mal so gute 10 cm höher. Und da könnt ihr das auch sehen, da wird es dann tatsächlich etwas knapp. Ne? Auch wenn ich jetzt hier mal die Dusche zumache. Also ich kann mich hier drehen, ich kann es jetzt nicht unbedingt zeigen, ich kann mich hier drehen, aber ohne jetzt an die Dusche dran zu kommen, wird eher schwierig. So, duschen muss man natürlich dann immer auch in der Praxis mal testen, aber jetzt könnt ihr das einfach auch mal sehen. Der Duschkopf ist super, ja, ihr habt ja auch eine Druckwasserpumpe drin, das heißt auch Verhältnisse wie zu Hause eigentlich. Und ober mir ist dann noch ein kleines Fächlein, mit dem ich die Dusche dann noch entlüften kann und selbstverständlich hier diese kleine Stange, um auch mal nasse Sachen hier in der Nasszelle dann aufzuhängen. Dann haben wir auch auf der Seite eine Badtür, die kann ich komplett zumachen. Jetzt seht ihr natürlich hier, das ist jetzt auch ein Kritikpunkt von meiner Seite, ein riesen Spaltmaß. Ja? Also Niklas, du kannst hier mal durchfilmen. Du kannst, glaube ich, sogar so hier filmen, dass man mich sogar sehen kann. Also das ist offen gestanden ausbaufähig, aber ich überlege gerade, da könnte man wahrscheinlich dann auch nochmal so eine kleine Gummilippe oder sowas dazufügen, ist aber trotzdem nicht unbedingt das, was man dann haben will. Also das wäre dann von meiner Seite auch definitiv noch ein Punkt, den man verbessern könnte. Und ich kann dann auch meinen Badbereich komplett abschließen, wenn ich hier beide Schiebetüren zumache. Und anders als im Bad habe ich jetzt hier eigentlich keinen großen Schlitz mehr, wo ich durchgucken kann. Also das ist auch wirklich blickdicht. Klar, oben und unten kommt halt ein bisschen Licht rein, aber ihr könnt das Bad eigentlich komplett abschließen und ihr habt halt dadurch auch eine ganz gute Abschirmung. Einmal zum Schlafbereich, aber auch einmal zum Badbereich. Ich mache es meistens so, ich mache einfach vorne die Tür zu und die Schiebetür und dann kommt da meistens von vorne auch. Kommt da von vorne eigentlich meistens nichts mehr durch. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt vorne alles offen und wollt da keine Verdunklung oder sowas reinmachen. Dann gucken wir uns mal das Bad an. Durch dieses Perro Toscano haben wir auch hier diese Ornamentstruktur, die wir auch in der Küche haben. In dem Fall Tedford Kassettentoilette. Das ist hier jetzt ein Kunststoff und hier nochmal eine kleine Fläche. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Spiegelschrank, wo auch nochmal gut was reinpasst. Das ist, denke ich, aber auch normal. Und ich setze mich jetzt auch einfach mal auf die Toilette, dass man es auch einfach mal sehen kann. Ich habe hier ganz gut Platz. Ich muss aber gestehen, die Toilette ist ein bisschen zu hoch. Also vielleicht so ein Hockern wäre da nicht noch schlecht. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, Platz ist auf jeden Fall gut vorhanden, dass ihr hier eine Beinfreiheit habt. Ihr seht auch, die Tür ist hier noch mal ein bisschen ausgehöhlt. Also ich kann hier gut sitzen, habe Platz. Das ist das Wichtigste auch an den Seiten. Natürlich ist jetzt hier im Rücken diese Stange drin, aber ich habe ja eh nicht das Verlangen an der Toilette, mich irgendwo anzulehnen. Also wenn ich hier aufrecht sitze, dann passt es soweit. Und dann sind wir auch beim Schlafbereich angekommen. Ich mache mal zu. Ich entdecke hier wieder zwei Bodenfächer. Einmal der Frischwassertank. Und dann gehe ich davon aus, dass hier der Abwassertank ist. Genau.
Links und rechts haben wir dann noch Klappen. Oh, das ist cool. Die schön rausgehen. Und auf der Seite dann nochmal richtig viel Platz für Kleider. Und das ist bei Leica dann wiederum toll. Ich kann hier dieses Ding rausschieben, kann hier die Sachen auffangen, kann sie dann einfach reinhängen wieder. Ist ganz cool gelöst, finde ich. Auf der Seite haben wir dann unser Bett. Ich glaube, das ist in dem Fall ein Einzelbett ohne den Umbau zum Doppelbett. Aber Lattenrost ist hier auch wieder dabei. Eine dicke Matratze auch am Start. Und wenn ihr den Umbau zum Doppelbett habt, dann geht es praktisch bis hier vorne hin. Dann habt ihr noch eine Leiter mit dabei. Dann ist da auch noch mal mehr Platz bzw. eine größere Liegewiese geschaffen. Ja. Hier sind dann unsere Schubladen, Schwalbennester, Schubladen hinten. Ich mache jetzt den Test, was ich aber auch auf jeden Fall schon mal vorne ab erwähnen kann. Ich habe hier wirklich sehr, sehr viel Platz. Also ich fühle mich hier überhaupt nicht eingepfercht oder eingeengt. Ich kann mich hier eigentlich ganz gut bewegen. Ich habe jetzt auch noch eine zweite Stufe, die ich hier rausschieben kann. Dann kann ich hier schön entspannt in mein Bett hoch. Ich habe eine gute Sitzhöhe hier oben. Das kann man auch, glaube ich, ganz gut auf der Kamera sehen. Also es passt. Kopffreiheit ist da. Ein sehr, sehr gutes Platzangebot im Bett. Ich glaube, das ist jetzt die kürzere Seite, genau. Aber auch die reicht mir völlig aus. Und wenn ich jetzt hier mit dem Kopf hochgehe, habe ich kein Problem, dass mich irgendein Schrank hier stört oder irgendwas mir zu eng ist. Also das Platzangebot ist hier auf jeden Fall ausreichend. Ihr seht auch mal, wie viel Platz ich auf dieser Bettseite habe. Also ich würde sagen, hier kann ich eigentlich ganz gut schlafen. Hier hinten habe ich dann noch zwei Knöpfe. Einmal für die indirekte Beleuchtung und für der hier ist, weiß ich jetzt gar nicht. Zwei Leselampen und dann hier noch an den Leselampen sind noch USB-Steckdosen dann dabei. Ne, auch hier hinten schön verkleidet. Haben sie auch schön eingerichtet, also das passt soweit. Mir ist auch gerade noch aufgefallen, dass wir hier auch noch mal eine Schublade haben, die wir benutzen können. Also von der Seite her passt's. Dann sehen wir uns gleich zum Fazit wieder. Also zusammenfassend, 120.000 Euro für ein Doppelbodenfahrzeug ist zwar viel, aber trotzdem fair. XPS-Isolierung, beheizte und isolierte Tanks ist einfach schon ein großer Vorteil. Premium ist hier auf jeden Fall gegeben, meines Erachtens. Auf 7,40 Meter habt ihr eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung. Ich würde auch sagen, dass Leica da so ein bisschen in einer Nische unterwegs ist. Das gibt es natürlich auch bei anderen Herstellern, klar, aber nicht so viel. Vor allem jetzt, wenn wir mal an die üblichen Verdächtigen denken, die wir beispielsweise verkaufen. Also da macht es das Angebot eigentlich ganz rund. Vom Design her ist es sehr polarisierend, glaube ich. Also dieses italienische Flair kommt hier auf jeden Fall rüber. Diese dunkle Holzoptik ist, glaube ich, auch nicht jedermanns Sache. Ich glaube, da muss man auch einfach mal so ein bisschen gucken, ob das für einen was ist. Aber es ist auf jeden Fall was anderes und es macht natürlich dann auch das Angebot dadurch auch wieder ein bisschen rund. Ich habe schon gesagt, für 120.000 ist das Auto hier eigentlich ganz gut ausgestattet. Das kann man ganz gut benutzen. Ihr könnt natürlich auch noch mehr reinpacken. Ihr könnt noch 130.000, 140.000 dafür ausgeben. Das bleibt natürlich dann euch überlassen. Aber alles in allem ein fairer Preis. Ich würde auch sagen, der EcoVip ist jetzt nicht so stark von den Preiserhöhungen betroffen wie andere Fahrzeuge. Aber das bleibt dann natürlich dann wieder am euren Ermessen, ob das Budget hier für ausreichend ist. Würde mich aber auch einfach mal interessieren, wenn ihr euer Feedback uns einfach mal in die Kommentare schreibt. Das sage ich immer beim Video dazu, aber es ist nach wie vor sehr wichtig, weil es gibt uns ein gutes Gefühl auch, was wir den Herstellern rückmelden können oder kriegen dann auch ein ganz gutes Gefühl, wie die Produkte ankommen. Selbstverständlich freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Dann gebt ihr uns natürlich auch Bestätigung für alle, die bei GymaTV mitwirken, dass natürlich wir auch weiterhin versuchen, gute Videos für euch zu machen. Und ganz wichtig, abonniert unseren Kanal GymaTV und dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr und dann ist die Welt in Ordnung. Dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann.